Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde mal versuchen, den Screen zu sharen, damit Sie auch was sehen. Sie sollten jetzt meine Folien sehen oder die Titelfolie sehen. Ich hoffe, das stimmt so. Mein Titel der Sitzung ist heute Selbstgesteuertes Lernen im Dungeon. Mein Name ist Carsten Gips. Ich komme von der Hochschule Bielefeld. Vor einer Woche hieß man noch Fachhochschule Bielefeld. Und eigentlich sollte mein Mitarbeiter, der André Matutat, diesen Talk heute machen. Der ist leider verhindert kurzfristig, sodass ich jetzt für ihn einspringe und dass Sie mit mir vorlieb nehmen müssen. Sehr schön. Worum geht's? Die Ausgangssituation oder meine Ausgangssituation ist im Prinzip so ein typisches Hochschulmodul, typische Hochschullehre. Ich habe bei mir im Studiengang Informatik ein Programmiermodul im zweiten Semester. Das setzt quasi die Ausbildung aus dem ersten Semester fort. Und dann kann man sich halt angucken, da gibt es dann halt verschiedene Wochen, weiß ich, das ist hier der Plan aus einem alten Semester. Und dann gibt es wochenweise verschiedene Themen. In jeder Woche ist irgendwas dran. Und es gibt dann zu diesen Themen, zu dieser klassischen Vorlesung halt tatsächlich Übungsblätter. Jede Woche gibt es irgendwie ein Übungsblatt. Hier ist was dran, da ist was dran, da ist was dran. Und diese Übungsaufgaben, diese Praktikumsaufgaben, die sollen die Studierenden dann quasi zu Hause im Team lösen. Und dann kommen die zu mir ins Praktikum, erzählen mir, was sie da gemacht haben, stellen ihre Lösung vor. Wir diskutieren dann über die Inhalte. Und ich brauche dann halt tatsächlich Zeit, um das Ding dann live zu bewerten. Das heißt, sie kriegen quasi eine Praktikumsnote. Und zusätzlich gibt es noch eine Klausur. Die wird dann typischerweise so am Ende des Semesters durchgeführt. Und damit haben dann die Studis ihre Note. Und im Prinzip funktioniert das ganz gut. Ich meine, das ist ja eigentlich in allen Modulen so oder ähnlich aufgebaut. Ein Problem, womit ich kämpfe, speziell bei uns in der Informatik, speziell jetzt im zweiten Semester, ist diese extreme Bandbreite im Spektrum, im Leistungsspektrum der Studierenden. Wir haben Studierende, die haben teilweise eine langjährige Ausbildung hinter sich oder haben langjährig irgendwo schon gearbeitet. Und wir haben genauso Studierende, die kommen tatsächlich an und schalten den Rechner das erste Mal an, um nicht zu daddeln, um nicht zu chatten oder irgendwas, sondern um zu programmieren. Das heißt, wir haben sehr, sehr unterschiedliches Leistungsspektrum, was da ist, unterschiedliches Spektrum im Vorwissen. Der nächste Punkt, der betrifft mich jetzt vielleicht speziell, ist, dass in meiner Veranstaltung geht es viel um Codequalität. Also wir beschäftigen uns viel mit Smells, viel mit Refactoring, viel mit Tests, viel mit Versionierung und solchen Dingen. Und das Problem ist jetzt einfach, wenn die Aufgaben sozusagen immer eng an dieser Theorie hängen, also jede Woche ist eine Aufgabe dran, die genau mit dem Stoff aus der Vorlesung zu tun hat, dann ist natürlich für die Studis der Anreiz relativ gering, zu sagen, ja gut, dann mache ich mir jetzt richtig Mühe, ich schreibe da Tests oder ich gebe mir Mühe mit der Versionierung oder ich gebe mir Mühe mit Codequalität allgemein. Und last not least ist halt bei diesem Setting, zumindest wird es bei uns im Studiengang so gelebt, das Problem, dass viel der Kontaktzeit im Praktikum für die Bewertung der Aufgaben drauf geht. Also viel geht für die Diskussion, wie viele Punkte gibt es denn heute drauf. Das ist die Ausgangssituation. Und im Prinzip gibt es ein paar Lösungsansätze. Ich habe das jetzt mal gegliedert in Vorlesung und Praktikum. Und in der Vorlesung heißt für mich der Lösungsansatz selbstgesteuertes Lernen oder Self-Paced Learning auf Neudeutsch. Und ich hatte vor einem Jahr eine Digi-Fellowship von der DHNRW und habe im Rahmen dieses Projekts die Vorlesung auf Flipped Classroom umgestellt, habe also meine Skripte überarbeitet, habe die tatsächlich auch auf OER umgestellt, also sie sind tatsächlich frei verfügbar, habe zu jedem Thema Lehrvideos gedreht, also so knapp 200 Videos entstanden und es gibt zu fast jedem Thema Self-Assessments, die Studis halt im Vorfeld durcharbeiten können. Und wie es beim Flipped Classroom dann halt so üblich ist, wird die Vorlesungszeit dann quasi für die Fragen genutzt und für die Vertiefung. Ich habe mir da so Fallbeispiele überlegt und an denen kann man dann quasi den Stoff, der dann dran war, vertiefen. Das ist im Prinzip vor einem Jahr entstanden und
die Idee für die Zukunft ist, das tatsächlich so richtig self-paced zu machen. Also hier steht halt tatsächlich noch ein Wochenplan dahinter, was gucke ich mir in welcher Woche an. Und die Idee ist in der Zukunft, jetzt wo das Material alles da ist, dass die Studis sich tatsächlich selbstständig durch die Gebiete bewegen können. Da muss man vielleicht noch so eine Landkarte mitgeben, wo man sagt, okay, Thema A hängt von Thema B ab oder Thema X sollte man vielleicht ganz am Anfang machen, Thema Y vielleicht ein bisschen später. Mein Vimi hat jetzt hier mal so exemplarisch einfach mal so ein paar Kanten gemalt. Das ist jetzt nur jeder mit jedem leider. Aber im Prinzip könnte man sich halt so eine Landkarte vorstellen, wo man sagt, bestimmte Themen brauchen bestimmte andere Themen als Voraussetzung. Und dann können die Studis sich nach Zeit und Laune quasi bis zum Ende des Semesters durch diese Landkarte durcharbeiten. Das ist die Idee für die Zukunft. Und jetzt hieß das Thema ja Dungeon. Wir haben in diesem Projekt tatsächlich im Praktikum auf ein Dungeon umgestellt. Das heißt, wir sind weggegangen von diesen super kleinen, genau an die Theorie angepassten Aufgaben hin zu, wir entwickeln ein eigenes Spiel im Laufe des Semesters schrittweise. Und wir haben im Projekt ein Framework entwickelt, das haben wir dann PM Dungeon genannt, ein Spiele-Framework, was sowas bereitstellt wie eine Game Loop oder hier so irgendwelche Level-Geschichten und sowas. Und dann können die Studis halt hingehen und tatsächlich auf ganz einfache Weise sich irgendwie einen Helden basteln, irgendwelche Monster basteln, die können sich irgendwelche Sachen basteln, zum Beispiel so eine Truhe, mit denen sie dann da halt interagieren können. Und damit das Ganze so ein bisschen gesteuert ist, haben wir tatsächlich Aufgaben vorgegeben. Die Aufgaben sind aber relativ frei, die heißen im Grunde, bitte basteln Sie jetzt einen Helden. Der Held soll verschiedene Eigenschaften haben, aber da wird halt nicht gesagt, wie wird es gemacht, da wird auch nicht gesagt, wie soll es ausgestaltet werden, sondern es soll am Ende einen Helden geben, der bestimmte Eigenschaften hat. Und die Studierenden sollen dann quasi analysieren, wie kann ich diese Aufgabe lösen, was muss ich da alles machen und was kann ich aus der Vorlesung an Theorie quasi da verwenden, was kann ich da einbauen, welche Techniken kann ich einbauen, dann können sie diesen Helden programmieren. Und das Schöne dabei ist, die Leute, die gerade frisch anfangen mit dem Programmieren, die können sich quasi auf das Minimum beschränken. Die können dann wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Held, der sieht nicht schön aus, aber der hat genau die drei Eigenschaften, die ich da gefordert habe. Und die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die schon ein bisschen mehr können, die irgendwie eine Berufserfahrung haben vielleicht, die können dann hingehen und sich austoben und können ihrem Helden irgendwelche tollen Geschichten verpassen, die sie sich dann da halt eben zusätzlich noch ausdenken. So, und dann gab es letztes Jahr tatsächlich, weil ich mich von diesen kleinen Aufgaben nicht verabschieden wollte, gab es noch sogenannte Konzeptaufgaben. Das waren so also ganz kleine künstliche Probleme, die wir dann tatsächlich wochenweise noch mit dazu geschoben haben. Das spielt jetzt hier aber eigentlich keine Rolle. Das ist unser Dungeon. Also wir haben so einen Dungeon-Crawler und die Studis implementieren da so ein Spiel, wo sie irgendwie mit Monstern interagieren, irgendwie mit Gegenständen interagieren und so weiter. Und am Ende des Semesters hat jedes Team ein komplett eigenes Spiel geschrieben. Was wir dann zusätzlich noch eingebaut haben, aufgebaut haben, untersucht haben, ist ein Ansatz, den ich Deploy to Grading nenne oder Deploy to Abgabe. Wer sich mit CI, CD auskennt oder schon mal was davon gehört hat, das ist so ähnlich im Grunde. Also die Idee ist, unsere Studierenden entwickeln ihre Lösung und versionieren diese Lösung mit Git, um jetzt mal einen Namen zu nennen. Und dann wird es halt auf einen entsprechenden Server gepusht. Und in dem Moment kann ein Trigger ausgelöst werden. In dem Moment kann eine Toolchain loslaufen und diese Lösung untersuchen. Das heißt also, die Studierenden pushen eine Aufgabe auf den Server, ihre Lösung für die Aufgabe auf einen Server. Dann läuft eine Toolchain los, die ist konfigurierbar. Da kommt am Ende ein Feedback raus und vielleicht auch Punkte. Und dieses Feedback geht dann wieder an die Studis. Das heißt, das sehen die dann direkt. Und wenn sie wollen, können sie dann quasi ihre Lösung überarbeiten und nochmal einreichen. Und das können sie halt machen bis zur Deadline. Und wenn die erreicht ist, dann komme ich als Dozent und gucke mir sozusagen an, was ist aus dieser Toolchain rausgefallen. Das ist also so quasi so eine semi-automatische Korrektur, semi-automatisches Feedback zu diesen Aufgaben.
weiß jetzt nicht, ob ich auf diese Kästchen noch eingehen will. Wir sind in der Java-Welt unterwegs. Also wir haben jetzt hier Testfälle geschrieben, die lassen wir laufen. Das heißt, wir gucken uns die Funktionalität der Lösung an. Wir gucken uns an, ist der Code ordentlich formatiert? Wir gucken uns an, ist der Code-Style eingehalten, der vorgegeben ist? Gibt es da irgendwelche Probleme? Und man kann halt sich vorstellen, je nach Hintergrund, je nach Anwendungsfall, dass man da beliebig viele Tools quasi in diese Kette einbindet. Und in dem Moment, wo im Prinzip was auf diesen Server hochgepusht wird, in dem Moment, wo der Trigger ausgelöst wird, läuft diese Toolchain los und die Studis kriegen halt Feedback und können dann damit arbeiten. Und das habe ich dann tatsächlich genutzt, um im Praktikum den Rücken ein bisschen frei zu kriegen, um mit den Leuten über inhaltliche Probleme zu reden und nicht nur über die Bewertung. Was sind die Erfahrungen dabei? Also ich glaube, jeder, der mit Flipped Classroom gearbeitet hat, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Meine Erfahrung ist, die Studis, die tatsächlich teilnehmen, die aktiv teilnehmen, die haben eine deutlich intensivere Lernerfahrung. Also die Leute, die tatsächlich aktiv sind, die nehmen deutlich mehr mit. Gleichzeitig werden die Teilnehmerinnen auch ermuntert, aktiver zu sein, also selbst aktiver zu sein als sonst. Es gibt natürlich ein Problem. Und auf dieses Problem habe ich tatsächlich noch nicht so richtig eine Lösung. Es gibt immer Studierende, die sind jetzt nicht so richtig aktiv. Die sind eher passiv oder inaktiver. Und beim Flipped Classroom besteht tatsächlich die große Gefahr, dass man die Leute verliert. Dass die nach ein paar Sitzungen quasi komplett raus sind. Dass die den Anschluss komplett verlieren. Im klassischen Setting laufen die halt einfach mit. Gehen halt in die Vorlesung, weil alle anderen da auch hingehen, sitzen dann da, kriegen was mit. Vielleicht nicht so viel, wie sie sollten, aber sie kriegen was mit. Und hier in diesem Modell ist es halt tatsächlich ein Problem, dass die eben dann diese Gruppe relativ schnell den Anschluss verliert. Da habe ich noch keine richtige Lösung für, aber das ist tatsächlich ein Problem. Wenn wir uns das Praktikum angucken, den Dungeon, kann ich nur sagen, das war tatsächlich ein großer Spaß für alle. Die Studis hatten deutlich mehr Spaß am Praktikum, deutlich mehr Spaß an den Aufgaben, waren deutlich motivierter, hatten tatsächlich auch die Motivation, sich um Codequalität zum Beispiel zu bemühen, weil sie ja wussten, sie arbeiten das ganze Semester an diesem Projekt und das, was sie quasi am Anfang jetzt nicht so gut hinkriegen, das wird ihnen halt die ganze Zeit immer wieder auf die Füße fallen. Also insofern war die Motivation sehr, sehr groß. Das hat auch sozusagen die unterschiedlichen Leistungsstände sehr, sehr gut angesprochen. Hatte ich vorhin schon kurz gesagt, also die Leute, die tatsächlich gerade eingestiegen sind, die sich wirklich eher zu den Anfängerinnen zählen, so im zweiten Semester kann man ja immer noch von Anfängerinnen sprechen, die haben sich halt tatsächlich auf das Minimum konzentriert, haben gesagt, okay, ich habe meinen Helden programmiert, der sollte ja die drei Eigenschaften haben, zack, habe ich gemacht, hier kommen Punkte. Die Leute, die ein bisschen mehr konnten, die schon Vorerfahrung hatten, die haben sich teilweise richtig ausgetobt. Also wir hatten eine Gruppe, die haben dann so ein 3D-Dungeon aus diesem eigentlich einfachen 2D-Spiel gemacht. Das heißt, man konnte dann richtig mit so einem 3D-View durch dieses Labyrinth dann laufen und dann mit den Monstern und was auch immer interagieren. Die hatten also richtig, richtig Spaß. Die haben auch wirklich sehr, sehr intensiv mitgearbeitet, über alle Leistungsgruppen. Und das war tatsächlich so, dass ich eigentlich eher dann irgendwann den Deckel draufhalten musste und sagen musste, Leute, denkt an euren Workload. Denkt dran, ihr habt auch noch andere Module. Haltet mal den Ball ein bisschen flacher. Ja, also eigentlich eher in die Richtung. Und dann hat man praktisch das Deploy to Grading oder ich nenne es auch immer gerne Deploy to Abgabe. Da kann man sagen, also ich habe gemischte Erfahrung. Auf der einen Seite hat mir das tatsächlich im Praktikum den Rücken ein bisschen freigehalten, weil ich quasi toolgestützt gucken kann, was funktioniert nicht, wo gibt es irgendwie Probleme, wo nicht. Die Probleme oder warum ich jetzt nicht so richtig super positiv da zurückgucke, liegen tatsächlich eher an der Aufgabengestaltung. Es hat sich nämlich gezeigt, dass damit diese Tests überhaupt existieren können und funktionieren können, brauche ich strenge Vorgaben. Also ich muss tatsächlich Interfaces vorgeben, wenn wir bei Java reden. Also ich muss genau sagen,
es muss irgendeine bestimmte Funktionalität geben, die wird in dieser Funktion implementiert. Und diese Funktion hat die und die Parameter und da kommt dann das und das zurück. Das muss ich alles vorgeben. Das heißt, ich habe im Vorfeld deutlich mehr Arbeit. Wir haben es tatsächlich auch nur geschafft, einige wenige Aufgaben entsprechend umzugestalten und dann da einzureichen. Ich muss auch für alles Tests schreiben, weil ohne die Tests nutzt mir das nicht so richtig viel. Und auf der Studierendenseite hat sich dann halt tatsächlich gezeigt, dass auch für die Studis das so ein bisschen einschränkend ist. Dadurch, dass halt eine Struktur vorgegeben ist, wie soll die Aufgabe gelöst werden, wo sollen die einzelnen Sachen sein, fehlt natürlich die Kreativität, die sonst gefragt ist. Also normalerweise müssen die sich selber Gedanken machen, wie teile ich mir das auf, wo mache ich was hin. Das war dann quasi vorgegeben und der Teil der Kreativität, der war dann halt weg. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass manche Leute hingegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt Malen nach Zahlen. Also wir arbeiten so lange, bis die Tests alle grün sind. Aber die Tests grün heißt ja nicht unbedingt, dass ich die Aufgabe schon komplett gelöst habe. Das heißt also, da muss ich halt auch bei der Aufgabengestaltung oder bei den Vorgaben halt genauer hingucken und tatsächlich sagen, ich muss wirklich alles irgendwie abdecken. Und dann gab es tatsächlich auch einige Studierende, die zwar das Problem an sich, was sie da lösen sollten, verstanden haben und eigentlich auch gewusst haben, wie sie es lösen sollen, aber mit der Art der Strukturierung, die wir dann da vorgegeben haben, eher ein Problem haben. Also die Pleito-Grading ist, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite hat es doch enge Grenzen. Kann man so sagen. Sehr schön. Dann vielleicht noch ein Ausblick. Ich habe ja gesagt, das freie Navigieren durch die Vorlesungsthemen, das ist tatsächlich so ein Traum, also richtiges selbstgesteuertes Lernen den Studis ermöglichen. Das Material ist jetzt da. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich noch so eine Map basteln und den Leuten Pfade zeigen durch diese Themen. Aber ansonsten steht das tatsächlich fürs nächste Jahr dann an. Also freies Navigieren, also wirklich selbstgesteuertes Lernen. Eine zweite Sache, die wir jetzt gerade in einem Folgeprojekt machen, was von der Stiftung Freiraum 22 gefördert wird, ist den Dungeon ausbauen in ein Self-Assessment-Tool. Die Idee ist jetzt nicht, dass die Studis da Code basteln und ein Spiel entwickeln und dann dabei lernen, sondern dass wir Lehrenden eine Aufgabe formulieren und die wird dann in ein fertiges Spiel übersetzt. Wir arbeiten da jetzt im Prinzip gerade dran, Single-Choice, Multiple-Choice, Lückentext, also diese Standardfragetypen zu übersetzen. Wir wollen aber auch Dinge tun wie sortieren oder Wegesuche, irgendwas ablaufen. Und wir formulieren quasi eine DSL, also eine Programmiersprache, mit der dann die Lehrenden, eine einfache Programmiersprache, mit der die Lehrenden dann ihre Probleme formulieren können, die Lösung formulieren können. Und unser Compiler, den wir jetzt auch bauen in dem Projekt, übersetzt es dann in so ein fertiges Projekt. Und hier sieht man jetzt wieder den Standard-Dungeon, den haben wir ja vorhin schon gesehen, der hat hier irgendwie noch so ein bisschen graue, braune Texturen, das kann man alles noch ein bisschen schöner machen, das spielt auch keine Rolle. Hier sieht man jetzt quasi eine Aufgabe, die dann in diesem Spiel den Studierenden präsentiert wird, das sollen die jetzt lösen, also sie sollen hier irgendwie eine Schatztruhe finden und öffnen und hier sollen sie noch irgendwas mit Pre-Order machen. Ist jetzt hier so ein Dummy-Beispiel, das muss jetzt nicht inhaltlich Sinn machen. Und dann sieht man hier auf der unteren Seite tatsächlich auch so einen Aufgabenbaum. Das heißt, wir sind jetzt vielleicht hier an dem Knoten. Wenn ich den gelöst habe, steht mir der Weg frei, hierhin zu gehen oder hier nach rechts zu gehen, also zu anderen Aufgaben weiterzugehen, auf ein anderes Dungeon-Level zu gehen, um mich dann da mit anderen Aufgaben zu beschäftigen. Und dann gibt es immer Feedback, wo bin ich, habe ich was richtig gemacht, habe ich was falsch gemacht, wenn ich was falsch gemacht habe, vielleicht noch einen Hinweis, in welche Richtung ich jetzt gucken soll und was ich da besser mache. Das wird jetzt tatsächlich in einem aktuellen Projekt, in so einem Freiraumprojekt, Freiraum 22, entwickelt. Da sitzen wir gerade dran. Das heißt, die Studis programmieren nicht selber, sondern sie kriegen ein fertiges Spiel und durch das Spielen lösen sie die Aufgabe, die die Lehrenden dann da gestellt haben. Und der nächste Schritt hier für die Pleito-Abgabe, das ist auch Teil von diesem Projekt, ist tatsächlich
beobachtbares Verhalten hinzuzunehmen. Also, dass wir nicht nur ausschließlich auf irgendwelchen Tests basieren. Ich hatte ja eben erzählt, die Erfahrung war jetzt nicht so super positiv. Das ist das falsche Wort. Also, sondern dass wir tatsächlich beobachtbares Verhalten mit dazu nehmen wollen. Das heißt, wir geben keine Schnittstellen oder sowas vor, sondern wir sagen, an bestimmten Punkten muss eine bestimmte Ausgabe erfolgen. Das heißt zum Beispiel, immer wenn der Held links abbiegt, muss eine bestimmte Meldung irgendwo gespeichert werden. Und was man dann hinterher machen kann, ist sich diesen Trace dann angucken und gucken, ist der sozusagen zweimal nach links gelaufen und dann einmal nach rechts oder so. Solche Sachen stehen dann im Trace. Und die kann man dann angucken und auswerten. Und das ist im Prinzip auch Teil von diesem neuen Projekt, das dann damit reinzunehmen und dann damit auch die Dungeon-Aufgaben sozusagen in das selbstgesteuerte Lernen einzubauen. Weil im Moment muss ich als Mensch halt drauf gucken, als Dozent halt drauf gucken und sagen, hab da richtig gemacht, hab da noch nicht so richtig gemacht, hier fehlt noch was. Und das soll dann halt helfen, auch diese Dungeon-Aufgaben automatisiert auszuwerten und die Studis dann halt wirklich in die Lage zu versetzen, das selbstgesteuerte Lernen sowohl in der Vorlesung als auch im Praktikum im Semester halt zu leben. Sehr schön, damit bin ich am Ende. Das ist auch schon die letzte Folie. Danke fürs Zuhören und jetzt wäre noch Zeit für Fragen, wenn ich das richtig sehe.